Wir kommen nämlich in dem kleinen Nebengebiet. Wenn man genau hinsieht, wir sind jetzt unten am Grund angekommen. In der letzten Aufnahmesession habe ich ja da oben angefangen und jetzt sind wir hier unten. Bei diesen komischen schwarzen Dinger, die ich da damals gesagt habe, die sich da unten bewegen. Mal sehen, wie gut ich mich mit so einem anlegen kann. Ja, Schaden nimmt das schon mal. Au, wir allerdings auch. Ich denke mal, diese Angriffspatterns dürften euch ein bisschen bekannt vorkommen. Erinnert nämlich ein bisschen an die Drachenhälften aus Lost Isolde aus dem ersten Teil. Oh, hat er mich entdeckt? Ja, hat er. Sie sehen auch ein bisschen so aus wie die Drachenhälften, oder? Au. Jo. Was schlimm wird es, wenn ein zweiter von denen kommt. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Ich glaube, es sind 5 oder sogar 6 Stück von denen, die hier rumwuseln. Jo, 2 haben wir getötet. Hier haben wir Leuchtfeuer. Oh. Immer nah an den Füßen bleiben. Aufpassen, was man macht. Wäre auch eine Idee. Ja, wäre man dank dem Wasser nicht so langsam, wäre der Kampf viel entspannter. So. Und ja, das klappt wirklich viel besser als beim letzten Mal. Außer wenn jetzt wieder irgendein Phantom kommt und meint, mich invasieren zu müssen und mich zu ärgern. Oh, hier. Wie gesagt, aufpassen, dass wir nicht 2 auf einmal anlocken. Das könnte nämlich böse werden. So, ein Menschenbild. Ich guck, während die beiden sich mal da hin und her bewegen, mal nach dem Loot, der hier rumliegt, also der Sachen zum Plündern. So, du bist jetzt alleine. Oh, jetzt hat er mich bemerkt. Au. Das hat wehgetan.
Wow, dass mich das nicht getroffen hat. Es fehlt noch der letzte von denen. Und dann bin ich glücklich, wenn wir endlich hier raus können. Ich finde es blöd, dass manchmal die Zielanvisierung von denen weggeht. Ja gut, das kann ich noch verkraften. Ich trinke vorsichtshalber mal ein. Ich habe nämlich ja noch genug. Und tot. Oh, da droppst sogar was. Ah ja, Drachenschuppen könnte man hier unten farmen. Wenn man das wollen würde. Will ich nicht so wirklich. Ich will eigentlich viel lieber da oben hin. So. Erstmal machen wir das hier gleich. Ja, da hinten kommt man irgendwie hin. Müssen wir nachher gucken. Aber erstmal den Drachenstein hier ins Auge schieben. Schade, dass sie hierfür keine Zwischensequenz gemacht haben. Das wäre nämlich cool gekommen. Gibt allgemein in Dark Souls 2 viel weniger Zwischensequenzen als im ersten Teil. Auch bei Bossen. So, wir haben jetzt die Brücke vervollständigt. Nachricht lesen. Schatz wird benötigt. Hurra für Erz. Absprung voraus. Ja, Selbstmord begehen. Nein. Drachenblut groß Schwert. Das war das, was wir von da drüben aus gesehen haben. Der Gegenstand. Und ja, jetzt wo wir hier alles haben, müssen wir hier den Aufzug aktivieren und können wieder nach oben. So, erstmal eine Etage höher. Als ich das erste Mal diesen Tempel gemacht habe, habe ich das Drachenauge übersehen und bin hier unten gelandet. Was ganz lustig war, denn so konnte ich schon mal die Abkürzung hierher freischalten. Also ja, theoretisch könnten wir hier jetzt weitergehen. Wagt es ja nicht. Nein, wir wagen das auch erstmal noch nicht. Das war runter, das war weiter nach oben. Denn bevor wir den Hauptweg da weitergehen, den wir jetzt aufgemacht haben, haben wir immer noch den Heiligtumsschlüssel, der uns weitere neue Wege eröffnet, die wir gehen können. Aber erst einmal betreten wir wieder Shulva, die Stadt des Heiligtums. Denn tada! Wir haben da unten das Leuchtfeuer entzündet, was wir jetzt sehen können. Und wir haben all diese Viecher gekillt. Deswegen sieht man sie da unten nicht mehr. Und wir sind wieder am Anfang. Jo. Erstmal zurück nach Majula, dass wir uns noch den letzten Punkt Geschicklichkeit holen. Und dann machen wir erstmal den Off-Weg weiter, bis zu den, dass wir die Leuchtfeuer abklappern, die uns noch fehlen.
bearer until. So, die Smaragdbotin. Lässt uns einmal aufsteigen. Jawohl. So, Gegenstandskiste. Wir haben hier noch das Drakenblut Großschwert. Großschwert der Drakenblutritter und ihres ehrenwerten Anführers Sir York. Das in den Schaft gravierte Abzeichen symbolisiert das Drachenblut. Für die Drachenblutritter war frisches Drachenblut hochheilig. Sie glaubte, es könne ihnen ein tieferes Verständnis für das Leben geben, um ihre eigene banale Existenz zu überschreiten. Jo. Gut, wir haben hier unten die Höhle der Unvollkommenen freigeschalten. Das war das Gebiet, wo diese komischen Echsen waren. Und das die geheime Heiligtumskammer, das waren die beiden Leuchtfeuer innerhalb von Shulva. Also innerhalb des Drachentempels, besser gesagt. Shulva ist ja die ganze Stadt. Wir wollen jetzt zurück zu... diesem Gebiet. So. Damit wir hier wieder runterfahren können. Ja, ich mache das mal auf die Weise, auch wenn das etwas komplizierter ist als sonst. Ich hätte auch einfach runterspringen können. Aber so macht das gerade viel mehr Spaß. So. Ja, jetzt muss ich mich um die beiden da drüben kümmern. Und um diesen Tor... um den Turm hier. Blöderweise kommt der Drache nicht noch ein zweites Mal, um die zwei zu töten. So, einer ist weg. Und Nummer 2 ist auch gleich weg. Wow, und ich wäre auch fast weg. So. Noch einen Schluck am besten. So, Schlüssel für das ewige Heiligtum benutzt. Ah, jetzt macht sie erstmal das. Au. Da hat sie gut angetäuscht. Das Problem ist, sie hat eine Schwester da drüben. Au. Du stirbst ohne Gift. So, war hier der Raum mit den Truhen, die zufällige Sachen enthalten? Vorsicht vor Traurigkeit. Ring voraus, kurz gesagt, gut gemacht. Dann machen wir mal auf. Blitzklauenring. Ah ja, erhöht Blitzangriffe, so wie der magische Clownring gegen magische Angriffe. Erhöht. Gibt da noch die Finstervariante und die Feuervariante. So.
Wir wollen aber erstmal hier an all die getrockneten Wurzeln ran. Bedauern. Hier. Hier wollen wir hoch.